Hallo Leute, wie ja schon aus dem Internet bekannt ist, haben wir immer die Problematik, die Griffe an den Packschränken von Ikea genau mittig anzubringen. Da gibt es zwar so eine schöne Schablone von Ikea, da kann man ja auch die Griffabstände genau sehen. Leider kann man die ja nicht mittig platzieren, sondern nur bei den Schubladen mittig platzieren. Und da haben wir eine ganz einfache Idee. In den Packschränken nimmt man die Schablone und setzt die genau von hier links oben und rechts unten die Ecke an. So. Ganz genau anlegen. Dann kann man hier mittig schön den Mittelpunkt des Schrankes ermitteln. Den hat man dann genau hier. Das kann man natürlich andersrum auch nochmal machen. Dann hat man da angelegt und da. So rum muss man das machen. So. Und so, dann hat man auch genau auf der anderen Seite die Stelle, genau die Mitte. So, und dann hat man das Problem gelöst, dass man die Schiene ja verschieben kann, die Schablone ja verschieben kann. Und dann kann man hingehen, kann man die Schablone anlegen, die hat ja hier eine Aussparung. Und die legt man genau in die Mitte, auf die markierte Stelle, dass die genau mittig ist hier, von hier nach hier genau mittig ist. Kann man die Schranktür öffnen und kann dann für die Griffe den entsprechenden Abstand nehmen, den man sich vorher ansehen kann und kann dann 1, 2, 3 nach oben gehen, hier anzeichnen und 1, 2, 3 nach unten gehen und hier anzeichnen und hat dann genau die Löcher, die man bohren muss, um von außen die Griffe anzubringen.